Gehen wir mal auf den zweiten Stock. Schauen, was wir hier so an Infos bekommen. Hier sind nämlich auch noch einige. 3 Stück. Hallöchen. Ich habe Cherie gerade gesehen. Sie ist so schnell davongerast, dass sie mich beinahe umgerannt hätte. Zum Glück konnte ich gerade noch ausweichen. Weißt du, wo sie hingelaufen ist? Oh, du suchst nach ihr? Na, wenn das so ist, sie ist in Richtung der Aussichtsplattform gerannt. Sie schien ziemlich aufgewühlt. Bitte, heitere sie ein bisschen auf, wenn du sie findest. Toll, ich kenne die noch nicht mal. Soll ich sie da aufmuntern? Speichern nicht vergessen. Ja, Hallöchen. Wie bitte? Hast du gesagt, du suchst nach Cherie? Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Tut mir leid. Was ist denn passiert? Erzählst von dem Streit, den sie mit ihren Eltern hatte. Was? Sprechen wir von derselben Cherie? Das klingt gar nicht nach ihr. Nun ja, sie hat versucht, Nemea zu verlassen. Sie muss ziemlich verzweifelt gewesen sein. Sie hat mich nach einem Weg aus der Stadt gefragt. Ich habe aber nichts dazu gesagt. Es ist gefährlich für ein Mädchen, die Stadt alleine zu verlassen. Klingt, als wäre Cherie in Richtung der Aussichtsplattform gegangen. Werde ich auch nochmal hingehen müssen. So. Zack. Ein Mädchen aus dem Waisenhaus? Wie sieht sie denn aus? Du erklärst, dass du nach Annie suchst. Oh, die Kleine kenne ich. Heute habe ich sie längst noch nicht gesehen. Tut mir leid. Ich würde mich daran erinnern, wenn ich sie gesehen hätte. Sie wird oft zu mir in den Laden geschickt. Sollte ich sie sehen, schicke ich sie zurück ins Waisenhaus. Aber hoffentlich findest du sie zuerst. Klingt, als hätte Annie Nemea verlassen und sei auf dem Weg in die Njordsteppe. Such in der Nähe der Njordsteppe. Super. So. Also Aussichtsplattform. Muss ich da nochmal hin? Da vorne. Also da, da. Nein. Hier. Hier. Dann zum großen Turm. Ich auch gleich einfach umgucken können. So. Hallöchen. Hätte ich dich nicht eben fast umgerannt? Das tut mir leid. Ich war einfach so wütend. Oh, du nimmst es mir nicht übel? Na, ein Glück. Was sollte der ganze Streit? Es ging ums Prinzip. Ich hatte keine Wahl. Sie haben überhaupt nicht zugehört. Ich will an den Strand gehen. Bevor du mir sagst, dass es gefährlich ist, das weiß ich schon. Ich will trotzdem an den Strand. Warum ausgerechnet an den Strand? Naja. Ich meine, warum nicht? In dem Meer gibt es nur Wälder und Felder. Ich habe immer schon davon geträumt, den Strand zu sehen. Apropos, du kommst nicht aus dem Meer, stimmt's? Dein Modegeschmack ist ein wenig speziell. Ich komme aus der Nähe von Lethe. Ich wusste es. Kein Wunder, dass ich dich hier noch nie gesehen habe. Oh, ich bin ja so neidisch. Reisende können einfach überall hin. Ich wette, du könntest auch ans Meer. Oh, das ist es. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? In Ordnung. Vielen Dank. Wenn du mir diesen Wunsch erfüllst, gehe ich zurück nach Hause. Versprochen? Es wäre großartig, wenn du mir eine Muschel bringen könntest. Mir ist egal, wo du sie her hast. Bring mir einfach eine Muschel von irgendeinem Strand mit. Dann hole ich eine aus Schatolla.
Schatulla, du hast so ein Glück, schon einmal da gewesen zu sein. Ich hoffe, eines Tages kann ich auch dorthin. Aber kein Grund, jetzt darüber traurig zu sein. Ich bin total gespannt, was für eine Muschel du mir bringst. Komm wieder, wenn du eine gefunden hast. Ich werde hier auf dich warten. Oh, eine Truhe. Ne, die habe ich schon aufgemacht. So, es ist 6 Uhr abends. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Da. Manchmal sieht man vor lauter... den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Einen Moment. So, bin ich wieder. Dim. Das ist bestimmt noch nichts fertig. Man sieht noch alles sehr fleißig aus. Oh, die muss ich ja alle nicht gießen, ne? Nee, muss ich nicht. Gut. Das hätte ich fast vergessen. Ich glaube, ich muss hier mehr Sprinkler machen. Was brauche ich dafür denn? Sprinkler schalte ich erst in 8 Dingern frei. Hm. Gut. Sprinkler. Kann ich noch einen machen? Ist perfekt. Spare ich mir wenigstens einmal einen Bereich an Besserung. Feld drumherum, dann müsste ich nur diesen Bereich hier wässern, diese beiden und das hier. Wobei ich hier auch einen hinpacken könnte, dann wird ja eben alles gewässert. Ja, müsste man mal gucken. Okay. Müsste man schauen. Ja, 900. Super Sache. Ich habe auch das Gefühl, es ist noch nicht beendet, wenn wir alle 4 Chronomalien gemacht haben, sondern dann fängt es erst richtig an. Danke wegen Jade von Lilia. War denn Lilia? Danke, dass du dich so gut um Jade und mich gekümmert hast. Ich bin so froh, ihn wiederzusehen. Ich hatte schon aufgegeben. Wenn du etwas Zeit hast, würde ich mich freuen, wenn du noch einmal nach Nemea kommen könntest. Jades Gedächtnis ist noch nicht zurück, aber ich gebe nicht auf. Waren das die Liebhaber? Ah, stimmt, die Liebhaber, die sich nicht mehr erinnern können, glaube ich. So, das hat oberste Priorität. Ich habe noch eine Bitte, aber ich habe nicht viel Zeit, also halte ich mich kurz. Bring mir bitte 2 Rotblätter aus der stillen Höhle. Danke nochmals für deine Hilfe. Ich kann nicht glauben, dass das nach unserem Gespräch wirklich passieren konnte. Ich fürchte, da besteht möglicherweise eine Verbindung. Von Kress. Und Istina. Ich brauche mal wieder deine Hilfe. Es tut mir leid, dass ich mich immer an dich wende, aber ich hoffe, ich hoffe, dass du bald nochmal zu mir kommen und mit mir reden kannst. Diesmal geht es nicht um die Direktionsstelle, aber ich hätte trotzdem gerne deinen Rat. Bitte triff mich dieses Mal in der Njordsteppe statt im Waisenhaus. Ich erkläre dir den Grund dort persönlich.
Bis bald. Klingt, als hätten wir einiges vor. So, Rotblätter. Haben wir davon welche hier? Das ist Aloe, ja. Rotblatt. Zwei Stück brauchen wir. Nein. Paprika. So viel ernten. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Hopfensaft. Und hier haben wir Marmelade. Hau ich mal ein paar Sachen rein. Und wir gucken mal. Wir haben Zitronenmarmelade. Und Hopfensaft. Ich überlege gerade. Haben wir... Was? Kann man hier noch irgendwie... Gucken wir mal. Packen wir erstmal wieder alles zurück. So. Das produziert nämlich alles. Ich denke, für die Dessert-Sachen brauchen wir echt die, Einen Moment. Vom Uferbiom. Die Süßsachen. Oh, die fiebt mir mal so niedlich. Ich denke auch, wenn wir hier hochqualitative Sachen reinwerfen, dass wir auch hochqualitative Sachen zurückbekommen. Das will ich einmal hier bei der Käsepresse ausprobieren, indem ich jetzt hochwertige reinwerfe und hoffe... dass entsprechend was dabei rauskommt. So, ich will aber beim Uferbiom mal vorbeischauen, ob wir hier schon was haben. Honigblume. Ja, es dauert wahrscheinlich noch. Gucken wir mal. Ich habe alles gegossen. Ja, sicher ist sicher. Und dann gehen wir erstmal zu Chris. Ich hoffe, ich muss sie nicht frisch sammeln. Dorfplatz. Ah, nein. Gib mir Schwanladen. Von hier aus komme ich zu Chris. Genau, da wird mir ja schon der blaue Punkt angezeigt. Muss ich hier hoch.
Dann ist sie hier zu finden. Dim, dim, dim. Da. Warum hängt's gerade? Ah, okay. Panik. Doktorin Kress, wie geht es meinem Bruder? Fürs Erste muss er die Medizin nehmen, die ich ihm verschrieben habe, und dann sehen wir, wie es sich entwickelt. Lass mich sofort wissen, wenn sein Zustand sich ändern sollte. In Ordnung. Vielen Dank, Doktorin Kress. Kein Grund, mir zu danken. Ich habe ihm nur etwas Medizin verschrieben. Trotzdem, ich bin einfach froh, dass sich jemand um ihn kümmert. Das ist alles sehr schmerzhaft für dich, nicht wahr? Das ist es. Hör zu, ich kann dir nicht versprechen, dass ich ihn heilen kann. Aber ich kann dir versprechen, dass ich alles in meiner Macht Stehende tue, um deinem Bruder zu helfen. Vielen Dank, Doktorin. Ayo, ich bin wieder da. Ja, willkommen. Oh, Pavana. Hast du die Materialien mitgebracht, die ich dich gebeten hatte? Gibst du die Materialien? Perfekt, vielen Dank. Wer war das? Sie ist mit einem neuen Patienten von mir verwandt. Hat gesagt, sie sei seine kleine Schwester. Stimmt was nicht? Der Patient zeigt Symptome der Stille. Ich habe vor ein paar Tagen einen Hausbesuch gemacht, um zu sehen, wie sich die Krankheit entwickelt. Das ist genau wie bei meinen Eltern. Körperlich bleiben sie unverändert, aber mit jedem neuen Tag verlieren sie an Kraft, weiterzuleben. Wir müssen diese Heilung finden. So ist es. Gerade ziele ich darauf ab, ein Präparat aus den Materialien herzustellen, die du mir gebracht hast. Jedenfalls setze ich alles darauf, dass es dieses Mal funktioniert. Ein Versuch ist es wert. Richtig. Die Heilung dieser Krankheit macht mein Leben als Ärztin aus. Für den Patienten, seine Familie und auch für meine eigenen Eltern. Ich werde diese Heilung finden. Ich werde dir dabei helfen. Wir haben einen langen Weg vor uns. Ich zähle auf dich, Pavana. Mach diese heroische Musik dabei. Wie auch immer. Ich darf keine Zeit mehr verlieren. Wenn weiter nichts ist, werde ich mich wieder an meine Forschung setzen. Ich schicke dir einen Brief, wenn ich etwas brauchen sollte. Pass auf dich auf. Episch, episch. Großer Flammenkern und Einsiedlerwurzel. Hui. Warte auf Chris' nächsten Brief. Okay, tu ich doch. So, ich muss eh in den Jordsteppe. Dann gehen wir mal gleich mal gucken, was